Die erste Stunde in der blau-schwarzen Arena von Joel Gurmak hat eure Nerven zerrissen. Eine Pereine Geweihte wurde bei lebendigem Leibe verbrannt. Ihr schwelender Körper wurde vom Scheiterhaufen entfernt und ihr Schädel abgetrennt. Nachdem die Adligen ihre Wahlen der Reihe nach trafen und dabei anfingen, den Abschaum aus dem Turnier zu werfen, wurde irgendwann auch Jarlan in seiner Verkleidung als Jerodin von Varena von Mersing gefordert. Mehr wohl aus einer Fehde zu Jelnan von Dnukestein, weniger aus persönlichem Interesse an ihm. Galotta hat mittlerweile die Ehrenloge auf seinem Thron Platz genommen und beobachtet ebenso wie der Kaiserdrache Lessankan das Schauspiel. 64 Kämpfer, die jetzt das Blut vergießen, das Schlachten beginnen. Die Masse um euch herum tobt. 15.000 Blicke, die sich auf euch legen. Und damit beginnen wir. Jarlan tritt auf die 8x8 Meter große Fläche vor Varena von Mersing, hat gerade eben noch einen letzten Zauber von dem Magier mitbekommen und das Schauspiel beginnt. Initiative. Varena von Mersing startet auf der 17, das habe ich letztes Mal schon ausgewürfelt. Gucken wir mal, ich habe ein Großschild, das sollte nicht so gut werden. Das ist gerade mal die 12. Gut, sie steht vor dir mit der Ochsenherde und ihrem Schild, der immer noch ein bisschen leicht fluoresziert. Was genau das war, wusstest du nicht. Einer von euren beiden Magiern, beziehungsweise Riccio, der jetzt aktuell noch als Söldner verkleidet ist, sagte zumindest davon, dass er irgendwie magisch ist, aber mehr wusstest du auch nicht. Du musst handeln. Entsprechend halte ich mich auch erst einmal vorsichtig. Wie weit sind wir voneinander entfernt? Schauen wir mal nach. Ich muss gerade gucken. 2,4 Meter so in dem Dreh. Also, das ist wie gesagt 8x8 und dementsprechend sind die Entfernung hier 1 zu 10. Okay, und ihren Wurfspeer hat sie in der Hand? Oder nein, Ogerschild. Der Wurfspeer steckt hier irgendwo. Das ist seltsam. Okay, in dem Fall Diran. Ich tue zwei Freiaktionen, Schritte auf sie zu, dann auf Distanzklasse. Ich nehme an, sie möchte mich auf N abfangen. Ja. Und dann möchte ich mein Schild hochheben, so diesen langen Tropfenschild, und erst einmal nach ihrem schlagen, weil er ist magisch. Mal schauen, was man da aufstochert. Gut, zwei freie Aktionen sind quasi umsonst, das heißt, du sparst dir die Aktion Position. Und dadurch, dass du... Ja, du hast einen Waffenmeister, ne? Sind das drei Aktionen aktuell? Ja, mit dem Schild. Ich sowieso. Habe keinen Waffenmeister für den Streitkolben, leider aber nicht. Aber du hast Schildkampf 2, ne? Das ist richtig. Gut, dann hast du zwei Paraden und einen Angriff. Los geht's. Dann bist du dran. Auf jeden. Ich habe dir gesagt, was ich tun möchte. Ja, dann musst du angreifen. Es ist ein Raufenangriff, ja? Wieso ja. Ein Raufenangriff? Weil ich meinen Schildschlag angreifen Schild möchte. Ein Schildschlag, okay. Ja, nee, dann auf der Distanzklasse N. Bekomme ich eine Erleichterung, weil ich nicht sie treffen möchte, sondern ihren Schild. Bekommst du nicht, nein. Okay. Den hält sie ja auch kommt auf. Kommt hier ein Raufenangriff. Leider nicht. So, dann hast du deinen Angriff schon gemacht. Dann wird sie jetzt handeln. Sie muss nicht verteidigen und greift dreimal an. Mit der dreimal hat sie einen Waffenmeister. Hat sie? Waffenmeister Ogerschelle. Das wird jetzt wehtun. Was da genau noch drin steckt, weißt du nicht, aber ich habe ihn ausgearbeitet. Dreimal Ogerschelle und der Oger, die Ogerschelle hat ja auch die Besonderheit, weil sie eben eine Kettenwaffe ist, dass sie Schilde so ein bisschen umgehen kann. Deswegen werde ich es auch vorziehen. Ne, warte kurz. Parade Basis plus 5 sind wir bei. Sind wir bei der 14er Parade. Mhm. Ich habe es leider nicht angetragen, ich werde einen W20 würfeln. Ich muss gerade mal. Fenster minimieren, Hilfe, Fenster löschen. Ich habe hier, ich muss auf die 19 werfen. Ich habe das hier falsch eingetragen. Da muss ein Semikolon rein und kein Komma. Deswegen kann ich das nicht ordentlich werfen. So, sie trifft auf die 19. Ich würfel schon erstmal zweimal. Das sind zwei getroffen, ne? Dann würfel ich auch zweimal. Das sind zwei Parierte. Das sind zwei Parierte und dann kommt jetzt der dritte. Umgewandelt plus 4. Das schafft sie nicht. Daneben. Ich ducke mich gerade noch so. Vor dem letzten springe ich so einen Halbsatz zurück, bevor ich wieder reingehe. Wie sieht das aus mit der Ogerschelle und dem Schild? Eine ganz normale Parade von dem
wird das ja, sie umgeht meinen Waffenmodifikator. Das heißt, ich bekomme, wenn ich mit dem Schild pariere, bekomme ich meine Paradebasis. Das sind 9. Plus die 5 Punkte aus Linkhand, Schildkampf 1 und Schildkampf 2, was insgesamt eine 14 sind. Genau, gut. Und somit sind wir in der nächsten Runde. Genau. Ich gebe das mit den Raufenattacken einfach erstmal auf, denke ich, oder? Ja, ich gehe das mit den Raufenattacken auf. Ich greife mit meinem Streitkolben an. Er steht auf N. Auf N. Und zwar hätte ich dann doch ganz gerne eine 4er Finte. Machen wir konservativ an. 4er Finte, ja. Den Schild habe ich ja auch richtig eingetragen. Schauen wir, was passiert, wenn ich sie treffe. Oh, schauen wir, was passiert, wenn ich sie treffe. Oha, knapp. Okay, 4er Finte, sie wird ganz normal erstmal parieren und dich mal austesten, wie gut du so bist. Das ist erstmal gelungen. Es klockt Streitkolben gegen Schild und nichts passiert. Glitzert immer noch. Dann greift sie dich zweimal an. Einmal pariert hatte sie ja schon, das heißt, zwei stehen ihr noch offen. Auf die 19 ist es immer noch keine erhöhte Attacke oder sowas, das ist ganz normal Ogerschelle. Der tut mir auch so weh. Zweimal gelungen. Das ist leider ein Treffer, gib mir Schaden. Ja, 2W6 plus 8. Au, oh, plus 8. Sind 7 plus 8 sind 15. Trefferzone? Ja, würfel mal bitte selber, ich habe hier gerade auf dem NPC-Bogen keinen. Ist das der Shit? Das tut sogar ziemlich weh. 15, krieg 3 Punkte Schaden. 3 Punkte? Punkte, ich habe 12 Punkte Rüstung. Ja, alles klar. Dann, du hattest zweimal pariert, nächste Kampfrunde, du bist wieder dran. Sie möchte nicht vorziehen. Lass mich kurz gucken. Ja, da hilft nichts dran. Ich möchte nochmal parieren. Sorry. Ich möchte nochmal attackieren. Ja. Ich nehme noch meine Streitkolben, aber ich hätte gerne eine 6er Finte. Ja, so schlimm nicht werden. Sagte er und krittete. Nee, da du hast eine Mühlattacke, du musst jetzt den Bestätigungswurf noch machen. Stimmt. Hier kommt der Bestätigungswurf, ist ein Sensor-Attacke drauf. Genau, das ist gelungen. Trotzdem geschafft. Das heißt, ihre Parade wird halbiert und dann noch um die Finte geschwächt. Ja. Richtig. Erst halbieren, dann Finte. Dann, sie hat die 21 halbiert, sind 22 halbe, also 11. Und dann eine 4, ne? Oha, schauen wir mal nach. Das schafft sie nicht. Sie hat zwar einen Schicksalspunkt, aber das wird sie nicht ausgeben. Dann darfst du Schaden machen. Ja, dann scheint dieses kleine bisschen schneller zu sein, als er es von ihm erwarten würde, so wie er sich gerade noch bewegt hat. Dann hat er aber nur einen Streiftreffer. Die Zone kommt. Ins Bein. Ja, es klonkt einmal metallisch und du merkst, wie du durch ihre Rüstung durch bist, aber wirklich viel hast du nicht ausgerichtet. Sie richtet einmal ihr Bein neu aus und verzieht ihr Gesicht. Jetzt ist sie sauer. Dann kommt jetzt, du hattest den ersten Angriff gemacht. Denk dran, dass das verdoppelt wird, ja. Das wirst du dem Clan. Genau, wir ziehen erst die Rüstung ab und dann wird verdoppelt. Nee, die bekommt jetzt 18 und dann wird halbiert. Dann wird der Rüstungsschutz abgezogen von 18. 18 und dann der Rüstungsschutz abziehen. 18 minus 8 sind immer noch 10. Sind 10 eine Runde? Ich schätze mal nein. Nein, sie hat eine Konstitution von 17 und eisern und. Okay. Gut, nee, dann ist sie jetzt wirklich sauer und jetzt sagt sie. Ja. Sie sagt zweimal. Ja, sie schlägt wieder zweimal zu. Blockiere ich wieder zweimal? Ja. Habe ich zweimal blockiert. Zweimal blockiert. Dann bist du wieder dran. Nächste Kampfrunde. Ich warte immer noch so ein bisschen darauf, dass sie ihren Zauber auslöst. Entsprechend mache ich einfach selbiges noch einmal. Sechser Finte. Sechser Finte ist gut. Alles klar. Sie zieht vor. Per Mollis. Du darfst schaden. Also du darfst würfeln. Passiert etwas? Okay. Erstmal. Sie hat eine Aktion ausgegeben, um Artefakt zu aktivieren. Deine Sprache fehlt anscheinend. Das war eine Aktion, die du vorbereitet hast, ne, Frosty? Richtig. Du bist dran. Ich habe eine kleine Schockstarre. Kommt jetzt schon die Panik? Ist doch noch ganz passiert. Die Panik ist schon da. Gib mir bitte eine Sekunde zum Orientieren. Okay. Wenn sie die eine Aktion ausgeben möchte, mache ich das auch und orientiere mich erstmal. Nee, du hast eben gerade gesagt, du möchtest zuschlagen. Und das hat sie gesehen und jetzt schlägst du zu. Jetzt muss ich. Okay, wenn ich muss, dann muss ich wohl. Dann genau, musst du. Du kannst ja... Getroffen.
Ja, alles klar. Du merkst, wie der Streitkolben den Schild trifft und einsinkt. Verrät sie den dann? Ja, ganz normal geschafft. Ja, jetzt sinkt der Streitkolben in ihrem Schild ein und dringt tief ein. Sie gibt eine weitere Aktion aus. Rigidos. Du bist dran. Hast du noch zwei Paraden? Ich kann leider nicht umwandeln. Du versuchst, deinen Streitkolben zurückzuziehen und merkst, dass ja, der wohl mit dem Schild verwachsen ist. Der Streitkolben steckt tief im Metall des Schildes drin und kannst ihn nicht weiter benutzen. Okay, gar kein Problem. Ich ziehe mein Schwert. Alles klar, lässt dein Schild, beziehungsweise lässt dein Streitkolben los. Ja, das heißt, du lässt ihn erstmal los und hast du Schnellziehen? Leider nicht. Hast du nicht, dann dauert das zwei Aktionen. Dann bist du erstmal beschäftigt. Eine Aktion. Gut, dann würde sie wieder einmal den Schild nach oben reißen. Immer noch steckt der Streitkolben drin und sie brüllt ein weiteres Mal per Mollis. Du siehst, wie der Streitkolben in einem hohen Bogen hinter die Absperrung fliegt und damit außerhalb des Kampfgebietes ist. Die hat gerade drei Aktionen dieser Runde benutzt. Die dritte Aktion muss eine Waffenaktion machen. Nein, das ist die nächste Kampfrunde, während. Also Jalan hatte sich kurz versucht, ein bisschen zu orientieren. Und in der nächsten Kampfrunde hatte Jalan sein Schwert gezogen und sie hatte dann in einer Aktion mit dem Rigidus, beziehungsweise mit dem Permolis, hatte sie den Streitkolben entfernt. Das heißt, sie hat jetzt noch zwei Aktionen und Jalan hat eine. Dann habe ich letzte Runde also eine verloren durch die Überraschung. Ja, natürlich. Okay. Glitzert ihr Schild noch? Nein. Das ist gut. Ich habe mein Schwert jetzt in der rechten Hand. Ich lasse mein Schild fallen. Freie Aktion. Und vergrößere die Distanzklasse. Okay, macht sie auch. Sie vergrößert? Ja. Dann vergrößere ich nicht. Ja, du hast es eben gerade gesagt. Du hast die kleine Initiative. Du hast recht, ich habe es gesagt. Dann muss. Du hast die kleinere Initiative, das heißt, die steht jetzt wieder ein bisschen entfernt. Und sie lächelt dich finster an. Okay, sie, wir stehen dann jetzt auf Distanzklasse P. Sie löst sich jetzt erstmal komplett aus dem Kampf und geht immer noch mit dem Gesicht zu dir, damit sie da nicht überrascht wird, geht sie erstmal nach hinten zu ihrem Wurfspeer. Ganz ich halte möglich. Distanz. Mhm, dann kannst du ihr hinterher springen, versuchen so ein bisschen und auf der gleichen Distanz, also auf P zu bleiben. Sie geht zu ihrem Wurfspeer. Wenn sie so auf 5 Meter ran ist, möchte ich dann die Distanzklasse verkürzen und angreifen. Ich hab gesagt, ich will dich nicht so schnell umbringen. Egal. Steht immer noch neben dem Wurfspeer, hat ihn noch nicht gegriffen. Du kannst ganz normal weiterkämpfen. Steht sie direkt neben dem Wurfspeer? Sie steht neben dem Wurfspeer. Okay, dann möchte ich, wie gesagt, die Distanzklasse verkürzen. Mhm. Das machen wir pro forma einfach mal, nur falls ich patze. Nicht? Ich stehe jetzt auf Distanzklasse S und ich möchte den Speer weghauen. Sie hat ihn nicht in der Hand, sie steht nur ich daneben. Ich weiß, ich möchte den Boden steckenden Speer forthauen. Okay. Wenn sie fies kämpfen kann, kann ich auch fies kämpfen. Gut, dann stehst du jetzt erst einmal auf S und jetzt müsstest du noch einmal angreifen, damit du den Speer weghaust. Kein Problem. Ist um 8 erleichtert, weil er eben im Boot steckt. Bringt es mir was, mir einen Wurfschlag einzusagen? Kannst du machen. Wenn du nicht patzt, wirst du es sicherlich schaffen, dann liegt er eben am Boden oder kannst du ihn vielleicht sogar zerbrechen. Machen wir es anders, einen Befreiungsschlag. Befreiungsschlag, das heißt, du möchtest sie auch. Ich möchte sie und den Links erwischen und bei der Gelegenheit hätte ich da ganz gerne eine 4er auf Hinterbein. Eine 4er meine ich eine 8er. Gut. Das sind insgesamt dann hast du zwei Angriffe, die sie gemacht, das heißt, du kannst dich nicht mehr verteidigen. Ich habe diese Runde erst einen Angriff gemacht. Genau, und jetzt kommt der zweite. Richtig. Und ich habe 3 Aktionen da, Waffenmeister. Bin jetzt wieder... Mit dem... Was ist das? 1,5 Bänder, ne? Ja. Ja, gut. Ich habe dadurch auch 4 Punkte in den gewonnen, im Übrigen. Hier kommt der Frauenschlag. Der ginge durch. Gut, dann ist das zumindest getroffen. Schauen wir mal, sie wird... Achso, das ist erstmal eine ganz normale Parade, ne? Das ist eine 8er fintierte Parade, wie ich angesagt habe. 8er fintiert. Das... Warum ist der Rogerschöne Schild 27? Plus 6? Das wüsste ich gern, denn das kenne ich nur von Parierwaffen. Ich wollte gerade sagen, nee, also die 27 ist falsch. Die auf die 21, so, ich weiß jetzt nicht, warum da eine plus 6 eingetragen war, wo das herkommt. Sie. 21, gibt, 18 mit 8er Finte ist nicht. Nein, sie gibt jetzt mal ihren Schicksalspunkt aus. Okay. Und möchte die Parade neu würfeln.
So. Das ist nicht geschafft. Das ist nicht geschafft, richtig. Dann kannst du jetzt den Schaden machen. Zumindest fällt ihr... Erstmal verliert sie auch Initiative, ne? Sie verliert 1W6 Punkte Initiative, genau. Sie wird eine Dekade zurückgedrängt und sie muss eine unerschwerte KK machen, um stehen zu bleiben. Ja. Dann ist meine Initiative jetzt niedriger als du. KK. Also die ist damit jetzt niedriger als ich, genau. Ihre KK ist 19, das ist also ohne Probleme geschafft. So, dann fällt sie runter von der 17 auf die 14. Danke fürs Nachsehen. Habe ich angetragen? Genau, ihr steht jetzt übrigens da. Und dann hast du 2 Angriffe gemacht. Jetzt ist sie dran. Sie hat immer noch 3. Nee, gar nicht. Sie hat 2 Stück, weil sie einmal pariert hatte. 2-mal die Ogerschelle. 1-2. Auf Distanzklasse S kann sie gerne haben. Ich halte gegen. Eigentlich wird das separat gewürfelt, aber es leider ein bisschen schwer früh. So. Ich krieg die 4er Erschwernis. Ich würfel einfach, weil ich es ja früh genug angesagt habe. Das ist 17, habe ich 6, ich habe 2 Mani, ich habe 8 Qualität. Wie viel Quali hat sie auf dem ersten? Mehr, oder? 19 und sie hat auf eine 9 gewürfelt, also eine 10er. Eine 10er. Das ist also plus, als plus, aber sie kriegt noch 6 Punkte Erschwernis wegen der Distanzklasse. Sie kriegt 6 Punkte Erschwernis wegen der Distanzklasse, stimmt. In dem Fall bin ich dann besser. Ja, dann hat sie nur Qualität 4. Im zweiten trifft sie mich aber. Gut, dann darfst du Schaden machen und sie darf den halben Schaden machen. Exakt. So, 14 Ganze minus ein 8er Rüstungsschutz. 14 in den locker flockigen Torso. In den Torso, 6. Das ist alles klar. Und dann bekommst du 2W6 plus 8 einmal halbiert. Sind 19 halbe für den für das Gegenhalten. Für meine Zone? Nee, das musst du würfeln, wie gesagt. So. Also der Schwertarm. 19 halbe, da kommt nichts durch. Nächster. Oh Gott. Und nochmal, das sind jetzt 5 plus 8. 13. 13. Die werden nicht halbiert. Schauen wir mal ins linke Bein. Ja, ja, jetzt machen wir Schaden. Das sind nämlich schon 5. Gut. Ja, dann ist sie jetzt als erstes dran. Beschreibst du mir kurz nochmal den Effekt, den ich auf ihren Wurfspeer hatte? Das ging leider unter. Achso, er fällt einfach um. Fällt um und liegt jetzt neben ihr. Okay. Ja. Was also, dann, wie gesagt, der steckte aufrecht im Sand, damit sie da nicht zugreifen kann. Die Speerspitze glitzert, das kannst du sehen. Was da genau drauf ist, weißt du nicht. Zumindest weißt du, dass das Schild mal magisch war. Ich möchte mich mit 2 freien Aktionen so ein bisschen um sie herum bewegen, dass ich näher an den Speer herankomme. Ja, kannst du machen. Dann stehst du hier. Passierschlag, ne? Mit freien Aktionen kann das bewegen. Ich muss mich hinaus oder hindurch bewegen. Wenn ich mich in ihrem Kontrollbereich halte, ist alles ein Butter. Genau, also wenn du auf S bleibst, passiert erstmal nichts. Tätselst du so ein bisschen um sie herum, das ist okay. Und sie möchte, wie gesagt, 2-mal zuschlagen. Und einmal parieren. Okay. Ja, weil ich finte 5 2-mal. Weil ich. Okay, dann pariere ich das einfach 2-mal. Hat die Waffenmeister erlaubt Finte? Ja, sie hat einen Waffenmeister für die Oberschelle. Sie könnte jetzt auch Windmühlen und so ein Blödsinn. Das darf man ja sowieso, glaube ich, nicht. Kannst du alles Windmühlen? Ich glaube nur, wenn nein, du hast nur Wurfschläge Windmühlen, aber genau. Finte ist normalerweise kein erlaubtes Manöver für Kettenwaffen. Genau, nee, also muss sie sich erlaubt haben. Ist aber halt das erste, was du dem Waffenmeister nimmst. So, 2 Stück auf die 14. Mhm. Ein Crit. Mit einer 11er Erschwernis kommt sie noch auf die 14. Sie hat Ogerschelle 19. Ja, da kriegt sie erstmal 6 Punkte Erschwernis für die Distanzklasse und dann. Ach genau, Distanzklasse, höhere Distanzklasse, sie darf kein Manöver ansagen. Und sie darf kein Manöver ansagen. Also das heißt, danke Johnny, das hätte ich schon wieder fast vergessen. Oh, ja. Ja, 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 du hast recht. Ja. Das ist gerade blöd. Ja, dann nehmen wir einfach den. Ja, dann darf sie nicht ansagen, dann werde ich nochmal. Sie kann aber zum Beispiel sagen, dass der erste Angriff ein Angriff ist zum Distanzklasse und verkürzen, der zweite dann zum Finde 4. Richtig. Dann darfst du jetzt einmal parieren. Dann werde ich ihren ersten einfach mal parieren. Da habe ich ein 2er Erschwernis durch ihre Autofinte. Komm schon. Sie ist leider pariert und sie muss da bleiben, wo sie ist. Ja, genau, ich das halte ist der zweite Angriff, aber wieder das Handzeichen zum Verkürzen. Denn ich halte in etwa 1,5 Schritt sehr genau, scharf. Genau, richtig. Das wieder zum Verkürzen, das machen wir einfach so mal. Und es ist keine bestätigte. Also gut, muss ich eigentlich gar nicht bestätigen. Es ist ja einfach dann die halbierte Parade. Doppelter Schaden kommt sowieso nicht durch, weil es nur verkürzen ist.
Hab ich schon gesagt, dass ich gegenhalte? Bei dem ersten hast du gewürfelt? Nee, beim zweiten habe ich noch halt ich gegen gesagt, während du was nicht gewürfelt hast. Ist okay. Passt. Dann kurz halbieren wir die 23. So, riecht das gerade aus. Sind 12, 23 sind 12? Sind 12. Ich werde mir die 6, würfel ich auf die 6. Gucken wir mal. Decken wir nicht. Sie darf verkürzen. Dann darf sie verkürzen. Gut. Dann bist du dran. Du hast zwei Aktionen, hast du schon benutzt. Mhm. Ich habe jetzt eine 4er, während es mein Gegenhalt nicht hingehauen hat. Mache ich also einen locker flockigen Befreiungsschlag. Mit einer. Mit einer 2er Finte drauf. Ist ja insgesamt eine 6er Erschwernis. Und komm nicht durch, sie darf. Was hattest du gesagt? Befreiungsschlag? Mhm. Wie ist der erschwert für dich? Null. Null, gut. Weil, aber wie gesagt, Finte, also die Finte ist noch erschwert. Ich wollte gerade sagen, also die Erschwernisse gelten ja weiterhin für dich. Genau, sie weiß jetzt, dass er zwei Punkte, sie weiß jetzt, dass er zwei Punkte erschwänzt hat auf das nächste Manöver, was er macht. Zum Beispiel die Distanz zu verkürzen, zu parieren. Also, ihr steht jetzt auf N und sie ist dran. Sie muss jetzt dran sein. Ja, sie schlägt wieder zu und sagt wieder eine Finte. Finte. Mhm, denkt schon, dass sie umwandelt. Wieso? Denkt dran, dass sie umwandelt. Sie hat drei. Weil sie gerade zweimal attackiert hat. Nächste Kampfrunde. Also die nächste Kampfrunde, dann möchte ich natürlich vorziehen. Ja, ja. Dann möchte ich natürlich vorziehen und sie erst einmal mit einem um zwei fintierten Befreiungsschlag zurückdrängen. Bin ich mir insgesamt der Vierer schwer, Johnny? Ja, kannst du einfach mal die nächste, kannst du mal ansagen von wegen neue Kampfrunde, weil das ist echt schwer. Das wäre sehr nett, weil ich glaube, einige von uns gerade mit den drei Aktionen kommen ein bisschen durcheinander. So, hier kommt der Befreiungsschlag, das ist eine glückliche. Checken wir kurz, ob das ein Crit wird. Das ist ein Crit. Mhm. Er ist glücklicherweise für dich nur zwei fintiert und der Schaden ist auch nicht gut. Ich würfel einfach mal, das ist zumindest pariert. Mhm, okay. Weil. Ich weiß nicht, wo schon wieder die plus 6 herkommt. Keine Ahnung. Ja, es ist wie gesagt eine 22 oder 21 halbe, weil du gekrittet hattest und dann nochmal mit der Finte, schafft sie trotzdem. So, das heißt, dein Befreiungsschlag ist nicht geglückt. Ihr steht wieder auf S. Sie hat nicht, wenn sie pariert. Achso, du wolltest gar nicht erhöhen. Okay. Ja, nee, ich dachte, du wolltest erhöhen. Nee, okay, dann steht ihr immer noch auf N. Gut. Also tue ich jetzt das sichere und erhöhe. Deine erste Aktion ist auf der 16 und deine zweite Aktion ist 4, 8. 8 Kampf, 8 Initiativephasen später. Das heißt, sie darf jetzt. Okay. Möchtest du mir dann sagen, wann meine dritte stattfindet? Bei der 0 irgendwann oder bei der 1. Also da zählen wir dann einfach modular runter. Also sind wir. Okay, wir sind also nicht dran. Dein erstes auf der 16 und deine nächste ist dann 8 später. Ja. Dann darf sie jetzt. Genau, dann darf sie jetzt nämlich vorher noch auf N zuschlagen und ich sag jetzt wieder die Finte 4 an. Parier ich nochmal. Ja. Ja, nicht geschafft. Geschafft. Gucken wir kurz, ob mein Dings. Achso, ich muss dann gar nicht würfeln. Also ignoriert diesen Wurf. Ich habe noch zwei Aktionen. Dann. Der 4 Punkte Schwernis, hau hier eine rein. Richtig. Hau ich hier eine rein, machen wir einen gezielten Stich. Nur mal so. Aus dem Nichts heraus. Nehmen wir durch. Ich nehme an, sie hat 8 Punkte Rüstung. Sie hat 8 Punkte Rüstung, genau. 8 halbe sind 4. Gut, durch meinen Waffenmeister bekomme ich einen Punkt Erleichterung, einen ganzen auf den gezielten Stich, deswegen kommen wir auf eine insgesamt 7 Nahschwernis. So, das ist jetzt. Sie darf parieren, darf sie modular umwandeln. Das würde sie auch tun, weil sie noch eine Aktion hat. Dann hat sie sogar sich gerade aufgespart und kann ein weiteres Mal angreifen, weil sie umsonst pariert hat. Hat sie Kampfgespür? Klar. Ja, natürlich. Ja, okay. Ja, das ist, so klar ist das nicht. Ach klar, die hat alles hier an Sonderfertigkeiten. Die hat einen Waffenmeister für ihre Rogerschelle, Windmühle, Wuchtschlag. Die kann hier machen, was sie will, quasi. Ja, sie hat sich eine durch die glückliche Parade, bekommt sie eine weitere Aktion dazu, beziehungsweise hat sie keine Aktion gekostet, so muss ich es richtig sagen. Dann wird sie dich jetzt wieder angreifen, weil sie immer noch die dritte hat. Auf die 19, 19 plus 4, wir es umwandeln, ist eine 15 und sie wird sich eine Finte 5 gönnen.
trifft sie auf die 10. Verriere ich das wieder? Verriere ich auf die 10. Yes, baby. Yes! Das ist tatsächlich pariert, alter Lacker. Ich bin halt genauso gut wie sie. So, neue Runde, neues Glück nehme ich an. Ja, so, genau, neue Kampfrunde. Warte, nein, nicht neue Runde, ich habe noch eine Aktion. Haha. Jetzt vergrößern. Sicher? Ja. Ich habe angegriffen, dann wollte ich. Achso, genau, das war die Parade. Ja. Richtig, dann haben sie ihre Parade versaut. Ihren Angriff versaut, dann habe ich angegriffen, sie hat pariert. Dann hat sie angegriffen, ich habe pariert, das heißt, ich habe noch eine Aktion. Du hast dreimal. Nee, ich habe pariert. Drei Aktionen, ja genau. Drei Aktionen. Tut mir sehr leid, Freundchen. Ich bin gerade ein bisschen angespannt. Ja, kann ich komplett verstehen. Neue Runde, neues Glück. Neue Runde, neues Glück. Nächste Kampfrunde, sie muss. Vor. Alles klar. Ich vergrößere. Eine Vierer Erschwernis, wenn das kein Patzer wird, ist das sogar ein Krebs. Genau. Das bringt mir nur leider nichts, weil, hey. So, dann steht die jetzt auf S. Sie darf angreifen. Sie bekommt eine Vierer Erschwernis oder Sechser? Sechs. Sechser. Sechser und darf keine Manöver benutzen, wenn ich möchte ganz gerne gegenhalten. Du möchtest jetzt gegenhalten? Ich möchte sie jetzt gegenhalten. Okay. Ich kann aber ganz normal den. Ja, ich kann jetzt die Distanzklasse wieder vergrößern, dann mache ich, verkleinern, dann mache ich keinen Schaden. Darf er trotzdem gegenhalten? Da darf er trotzdem gegenhalten. Darf trotzdem gegenhalten. Du kriegst dann aber auch nur noch eine Viererschwernis, was vielleicht besser für dich ist. Ja, ja, komm, ich will ganz gerne. Ach nee, komm, ich bleib jetzt drauf stehen. Ich bleib drauf stehen. Ogerschelle 19 du willst es auch. Plus 6. Sie darf keine Manöver ansagen. So, stimmt, ja. Gut, ich hatte gegen 19 plus 6 ist eine 13. Och man. Das ist vielleicht ein glücklicher. Gucken wir uns das an. Das ist ein Crit von dir, ja, durch den Sansataco. Selbst mit der Erschwernis ist das noch ein Crit. Mhm. Sie kriegt dann vollen Schaden. Das wären dann 24 in den Schwertarm. Ich werfe mich genau in diese Kugeln da rein und versuche sie zu erwischen, bevor sie vollständig ausgeholt hat und ihr irgendwo knapp unterm Ellenbogen durch die Rüstung zu gelangen. Gut. Darf ich das? Ich muss gerade mal schauen. Sie hat einen 8er Rüstungsschutz. 24 minus 8. Das tut unglaublich weh. Sie wird den Arm nicht verlieren, aber es knackt vernehmlich. Blut spritzt. Ihr Arm gibt nach. Das ist der Schwertarm. Und sie verliert den... sie verliert ihre Ogerschelle. Ich würfel gerne nochmal eine Selbstbeherrschungsprobe. Entschuldigung. 1, 2. Ja, das kann sie schaffen. Sie schaut dich an. Gut. Springt einmal zurück und würde gerne aus dem Kampf rausgehen. Du kannst jetzt natürlich zu Klo hauen. Hat sie ihren Arm gehoben? Ja, den Schildarm. Also sie ist nicht so dumm und lässt jetzt ihren Schild fallen, aber sie würde eben mit dem gesunden Arm und dem Schild würde sie jetzt hochreißen. Also sie gibt auf, ist damit klar zu erkennen. Der Grolm an der Seitenlinie sitzt auf so einem kleinen erhöhten Stuhl, auf einer Position, wo er dann diesen Kampf dann auch beobachten kann und würde dir auch zunicken. Damit würdest du den Kampf gewinnen. Du kannst sie jetzt auch richten. Immerhin sind wir in den schwarzen Landen. So wie ich das verstanden habe, ist der Kampf zu Ende, sobald jemand aufgibt. Genau, also wie gesagt, ich sage es dir nur, ich habe immer noch einen Schicksalspunkt, den könnte ich für sie verbrennen, damit sie nicht stirbt, aber du könntest zumindest jetzt grob unsportlich handeln. Das überlasse ich dir. Nein. Gut. Ich halte mein Schwert noch ein paar Sekunden oben in ihre Richtung, nehme es dann runter und tue auch einen Schritt zurück. Jerodin von Dunkelstein zu Pavi gewinnt diesen ersten Kampf. Varina von Mersing verliert. Ich wende mich zur Zuschauertribüne um, versuche irgendwie an ich weiß gar nicht mal, ob Galotta mich ansieht, aber den Blick von irgendjemandem zu erhaschen. Ja, also wie gesagt, es kämpfen gerade 32, 64 Leute kämpfen um dich herum, alle in diesen kleinen Achterblöcken, sodass ja nicht die einzelne Aufmerksamkeit auf dir liegt. Du siehst, sein Blick streift gnadenlos über die einzelnen Leute und du hast kurz das Gefühl, dass er mit seinen brennenden Augen direkt über dir hängt.